Ja, also meine ersten Gedanken waren ganz klar. Es war ein Schock für uns. Ja, ich denke, viele von unseren Kollegen erging es genauso. Ja, mein allererster Gedanke war, das darf doch nicht wahr sein. Dicht gefolgt von Gedanke Nummer zwei, wie geht es jetzt weiter? Da ist man am Verzweifeln. Ja, es ist eine belastende Situation. Aber ich bin da ganz froh, dass ich so eine tolle Familie im Hintergrund habe. Nicht nur meine Frau und meine Kinder, sondern auch meine Eltern, Geschwister und Schwiegereltern haben mich da motiviert weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und das war eine große Hilfe. Ja, also für uns ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir die Hygienevorschriften, die wir auferlegt bekommen haben, auch umsetzen. Ja, für uns als Einzelhändler wäre es eine Katastrophe, wenn wir einen zweiten Lockdown bekämen, sprich, wenn wir die Geschäfte wieder schließen müssten. Ja, der ganze Umsatz ging auf einmal verloren und das wollen wir unbedingt vermeiden. Deswegen ist es bei uns ganz klar, dass wir uns an die Vorgaben halten. Wir haben hier im Eingangsbereich in der Sportecke zusammen mit der Buchhandlung Koch neben uns schon für Abstandsregelungen gesorgt. Bei uns steht im Eingang Desinfektionsmittel für die Kunden bereit, die sich da direkt die Hände desinfizieren können. Aber auch hier im täglichen Kontakt mit dem Kunden bei der Beratung achten wir sehr gewissenhaft drauf, dass wir den Mindestabstand dann auch einhalten. Ich muss dazu aber auch sagen, dass wir von den Kunden hier keinerlei Probleme hatten bisher. Alle Kunden tragen das voller Verständnis mit und da sind wir natürlich auch sehr froh darum. Ja, wir hatten den Laden 5 Wochen geschlossen und da ist ganz klar, hatte ich auch mehr Zeit für meine Familie. Die waren das erst gar nicht gewohnt. Ja, vor allem die Kinder haben die Zeit dann sehr genossen. Es war etwas ungewohnt für die, weil Papa ist normalerweise nicht so oft zu Hause, wie das in der letzten Zeit der Fall war. Ja, kein Fußballsport. Ich bin auch noch beim Dartsport aktiv. Auch das ist ausgefallen und dann noch das Geschäft zu. Für die Kinder war es sehr schön, aber es ist bei uns natürlich auch nicht so, dass wenn der Laden geschlossen ist, dass wir hier keine Arbeit hätten. Wir waren trotzdem tagtäglich hier im Geschäft, haben uns um verschiedene Dinge gekümmert, haben viel telefoniert, mit Lieferanten gesprochen, Pakete angenommen, E-Mails gecheckt und beantwortet. Alles, was so täglich auch anfällt. Ja, aber insgesamt war es dann doch am Anfang mal eine schöne Zeit, zu Hause zu sein. Ja, ich habe mich auch ein bisschen als Handwerker versucht zu Hause. Muss da sagen, dass mein 5-jähriger Sohn schon mehr Talent hat, als ich das wahrscheinlich je haben werde. Aber auch das hat mir dann Spaß gemacht. Man musste auch gucken, dass man sich die Zeit irgendwie anders vertreibt. Bei uns ist es so, dass wir normalerweise sehr viele Kunden im Bereich Fußball haben und dadurch, dass der Fußball aktuell stillsteht, ist da ganz wenig. Wir verkaufen aktuell keine Bälle, was bei uns sehr, sehr viel normalerweise getan wird. Ja, auch Fußballschuhe, der Bedarf ist momentan da einfach nicht da. Was sehr positiv in den letzten Tagen, seit wir wieder geöffnet haben, ist, dass viele Sportler einfach sich eine andere Beschäftigung suchen und viele Fußballer zum Beispiel gehen jetzt joggen. Ich habe ganz viele Laufschuhe verkauft in letzter Zeit und da bin ich auch froh, dass mein Sortiment doch so breit aufgestellt ist, dass ich da momentan auch wieder etwas Umsatz habe. Ja, in der Zeit, wo unser Laden dann geschlossen war, war es für uns natürlich auch wichtig, dass wir trotzdem irgendwie, obwohl die Tür zu ist, Umsatz generieren können. Da kam ja in einer schlaflosen Nacht sozusagen die Idee, eine T-Shirt-Aktion ins Leben zu rufen. Ja, wir hatten über unsere Facebook-Seite das Ganze dann beworben. Das ist auch das T-Shirt, das ich gerade anhab. Ja, mit dem Motto Together we are Sportecke. Ja. Gemeinsam durch diese schwere Zeit haben wir dazu aufgerufen, unser Geschäft zu unterstützen. Man konnte für 10 Euro das T-Shirt kaufen, ja, musste das Ganze einfach per Banküberweisung erledigen. Ja, das T-Shirt ging dann sofort in Auftrag. Das gab es in verschiedenen Größen und Farben. Und an dieser Stelle möchte ich mich da auch ganz herzlich nochmal bedanken bei allen, die mich da unterstützt haben. Ich konnte am Ende über 300 T-Shirts verkaufen und das war für uns eine super Sache und auch dank diesen Leuten blicken wir wieder positiv in die Zukunft und da nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Ja, die Sache mit der Soforthilfe stand bei uns natürlich auch auf dem Plan.
Wie vom Bund versprochen, war es auch so. Die Antragstellung war sehr unbürokratisch. Zusammen mit unserem Steuerberater konnten wir das direkt erledigen und schon am ersten Tag auch den Antrag an die ISB-Bank verschicken. Die Umsetzung, wie das in Rheinland-Pfalz gelaufen ist, dazu möchte ich an dieser Stelle eher weniger sagen. Ich denke, in der Presse wurde genug darüber berichtet und wir hier in Rheinland-Pfalz hätten das gerne anders gehabt und ich glaube auch, dass andere Bundesländer ihre Hausaufgaben da wesentlich besser erledigt haben, als das bei uns der Fall war. Wir sind froh am Schluss, dass wir überhaupt eine Soforthilfe erhalten haben. Ich denke auch, wenn gezwungenermaßen dein Geschäft für 5 Wochen geschlossen werden muss und alle Einnahmen einbrechen, ist das auch etwas, wo überlebensnotwendig ist. Aber ich glaube auch, dass viele Unternehmer bei der nächsten Wahl sich zweimal ihre Gedanken machen, wer die Stimme dann erhält. Ja, also dass aktuell kein Fußball gespielt wird, beziehungsweise viele Sportarten, gerade Teamsportarten, aktuell ausfallen, betrifft mich ja nicht nur selbst als Sportler, sondern natürlich hier auch als Geschäftsmann. Wir leben hauptsächlich von den Vereinen und solange da, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Aktivitäten stillstehen, ist das natürlich auch schlecht für uns. Ich denke trotzdem, wir müssen da realistisch sein. Solange wir keinen Impfstoff haben, werden wir den Amateurfußball in dieser Form, wie er die ganze Zeit war, nicht erleben. Und ich denke, auch wenn Fußball die schönste Nebensache der Welt ist, steht die Gesundheit jedes Einzelnen doch im Vordergrund. Und da denke ich, das steht über allem. Der Südwestdeutsche Fußballverband hat ja den ersten Schritt gemacht, hat die Vereine alle angeschrieben, wie es weitergehen soll mit der aktuellen Saison. Meine Meinung ist da ganz klar. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir die aktuelle Saison abbrechen würden. Ja, so hat jeder Verein dann auch die größte Planungssicherheit. Ich bin gespannt, wie sie entscheiden werden. Habe hier in meinem Geschäft auch mit vielen Vereinsvertretern schon gesprochen. Die meisten sind der gleichen Meinung. Wir werden sehen, wie weit es kommt. Ganz klar, es fehlt das Treffen mit den Freunden, mit den Kollegen nach dem Fußball, nach dem Training, nach dem Spiel, ja, Siege zu feiern oder einfach mal zusammenzusitzen, etwas zu quatschen, sich über Gott und die Welt zu unterhalten. Wir hoffen alle, dass die Situation schnell vorübergeht und wir das Ganze dann nachholen können.